Hallo, guten Tag. Coronavirus ist angekommen. Haben Sie das hier oder das hier schon mal gesehen? Ich werde Ihnen heute ein paar Tipps und Tricks geben für den Alltag und ich werde Ihnen sagen, ob das oder das Sinn macht oder nicht. Hallo, Dr. Oliver Graller aus Köln. Ich bin Urologe und Androloge hier in der Praxis Urologie am Ring. Coronavirus hat uns auch erreicht. Wir haben bei uns in der Praxis einiges umgestellt und haben auf hier verstärkte Hygienemaßnahmen geachtet. Was ist für Sie wichtig? Sie haben ja in den letzten Wochen und Monaten eine Menge in den Nachrichten und in den Zeitungen und im Internet und auf sozialen Netzwerken gehört. Keiner weiß so richtig, in welche Richtung das geht. Es wird mitunter ein bisschen Panik gemacht. Ich will Ihnen hier heute einfach nur ein paar Tipps und Tricks machen, was Sie im Alltag vielleicht mal überlegen können, wie Sie Ihre Verhalten ein bisschen anpassen können, dass das Risiko für eine Infektion ein bisschen minimiert wird. Also keine Panik mache, einfach nur ein paar Tipps und Tricks. Punkt Nummer 1. Das ist eine Tröpfcheninfektion. Das heißt, lassen Sie sich einfach nicht anhusten. Wenn Sie im Bus sind und Sie merken, da ist irgendwie eine Gruppe von Leuten, wo irgendwie jemand mehr hustet, müssen Sie sich ja nicht direkt reinstellen. Oder vielleicht einfach auch, wenn Sie irgendwo durch eine Menschenmenge durchgehen, vielleicht einfach mal kurz die Luft anhalten, dass Sie nicht einen tiefen Zug nehmen, kann vielleicht ein kleines Virus mit drin sein. Ansonsten macht es natürlich Sinn, dass Sie vernünftig sich die Hände waschen. Ich habe das gerade in einem anderen Video schon mal dargestellt. Beim Händewaschen ist grundsätzlich ganz wichtig, dass Sie nicht nur die Handflächen waschen, weil die Übertragung des Virus funktioniert nicht so, sondern so oder auch mal so. Das heißt, Sie müssen sich die Fingerspitzen und die Fingerkuppen waschen. Das ist wichtig. Wenn Sie sich die Finger gewaschen haben und die Fingerzwischenräume, machen Sie sich einen kleinen See, lassen Sie da Bötchen rein und dann fahren Sie drei, viermal richtig durch, dass Sie die Fingerspitzen und die Fingerkuppen richtig benetzen und Sie das vernünftig waschen. Bestenfalls auch die Nägel kürzen, weil unterm Fingernagel kann sich das Coronavirus verstecken wie unter einer Bushaltestelle. Da kommt nämlich keine Feuchtigkeit hin. Also Fingernägel kürzen. Das ist ein ganz wichtige hygienische Maßgabe. Ansonsten sollten Sie natürlich auch Hände schütteln und so weiter jetzt erstmal so ein bisschen zurückhalten. Also wenn Sie eine Papstaudienz haben, seien Sie ein bisschen unpopulär, nicht auf die bei der Queen im Königshaus, nicht überall Hände schütteln. Bei uns in der Praxis kommen auch immer noch jetzt Patienten rein, die mir freundlicherweise die Hand geben wollen. Das ist nett und das ist höflich, aber das ist im Moment unpopulär. Also vielleicht lassen Sie das Händeschütteln und machen Sie einen Indianergruß. Das reicht vielleicht im Moment erstmal aus. Wenn Sie doch mal irgendwann ein Virus auf den Fingern haben sollten, den können Sie ja, wenn Sie sich regelmäßig waschen. Also bei uns, wir stellen uns alle 3 Stunden das Handy, dass wir daran erinnert werden, dass wir uns regelmäßig die Hände waschen. Das ist auch so ein Tipp, was Sie vielleicht zu Hause machen können, dass Sie regelmäßig sich die Hände waschen. Wenn Sie mal irgendwann das Virus auf der Fingerspitze haben sollten, dann ist es wichtig, dass Sie sich nicht ins Gesicht fassen. Weil wenn Sie sich ins Gesicht fassen und sich am Auge kratzen oder in der Nase oder mal in der Nase popeln oder mal sich ein Brotkrumen aus dem Mundwinkel holen, damit holen sich das Virus in den Respirationstrakt. Das heißt, was kann man machen, um das Virus nicht ins Gesicht zu übertragen? Da gibt es ein paar Tricks, die man sich überlegen kann. Punkt Nummer 1, ich trage hier gerade mein Brillenband, was ich sonst immer in der Operation getragen habe. Meine Brille rutscht immer und ich habe mir immer, wie regelmäßig, mir immer meine Brille zurechtgeschoben. Mit dem Brillenband passiert das nicht mehr, sieht ein bisschen dämlich aus, aber Sie fassen sich wahrscheinlich 50 Mal weniger am Tag ins Gesicht. Also achten Sie darauf, dass Ihre Brille gut sitzt, dass Sie sich nicht ständig ins Gesicht damit fassen. Wenn Sie lange Haare haben, und Sie haben irgendwie einen Pony und Sie müssen ständig immer so machen und müssen sich ständig die Haare aus dem Gesicht machen und müssen sich immer durch die. Lassen Sie das sein. Machen Sie, wenn Sie lange Haare haben, machen Sie einen Zopf. Gehen Sie vielleicht sogar zum Friseur, dass es nicht immer dass Sie sich nicht immer über die Augen gehen müssen. Tragen Sie eine Mütze, dass einfach die Haare nicht ins Gesicht fallen und Sie sich nicht immer durchs Gesicht wischen müssen. Wenn Sie trockene, juckende Haut haben, also wenn Sie trockene Augen haben und Sie sich ständig am Auge reiben, nehmen Sie Augentropfen, dann müssen Sie sich nicht ständig am Auge reiben.
Wenn Sie, ich habe mir auch immer ins Auge gefasst und da habe ich mir gefragt, wieso fasse ich mir ständig ins Auge? Meine Augenbrauen waren zu lang und die haben ständig im Auge gepiekst. Ich habe mir meine Augenbrauen geschnitten, seitdem muss ich mir nicht mal ständig im Auge reiben. Wenn Sie sonst trockene Haut haben im Gesicht oder Mundwinkelragaden, schmieren Sie das ein mit einer vernünftigen Creme, dass es nicht trocken ist. Trockene Haut juckt. Wenn Haut juckt, fassen Sie sich dahin. Sorgen Sie dafür, dass es nicht juckt. Benutzen Sie ganz normal Hautcremes. Wenn Sie einen Bart haben und der Bart trocken ist oder juckt, benutzen Sie Hautöl, dass Sie sich nicht ständig im Bart kratzen, weil auch damit können Sie das Virus übertragen. Nächster Punkt, wenn es darum geht, ob man angehustet wird oder nicht, sind ja diese Atemmasken. Das hier ist eine sogenannte FFP3-Maske. Theoretischerweise kann die verhindern, dass sie ein Virus aufnehmen. Das Problem ist nur, Sie müssen das über Monate tragen und dann müssen Sie es stündlich wechseln, weil das sonst feucht ist und Sie müssen diesen Filter hier auswechseln. Und dummerweise gibt es sie überhaupt nicht mehr zu kaufen, weil Deutschland, das Schlauerle, hat die nämlich vor 2 Monaten alle nach China verkauft. Das heißt, theoretischerweise könnte man damit irgendwas machen, ist aber einfach alltagsfern und insofern macht es wahrscheinlich wenig Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Das finden Sie bei uns in den Schränken kistenweise. Das macht überhaupt keinen Sinn, um die Aufnahme des Virus zu verhindern. Also da kommt irgendwie ein Virus, spaziert hier locker durch. Das ist allenfalls dafür da, dass Sie, wenn Sie eine Infektion haben, dass Sie das nicht weitergeben. Aber auch das Ding müssen Sie quasi stündlich wechseln, dementsprechend für die nächsten paar Monate auch nicht wirklich zielführend. Grundsätzlich, die Atemmasken macht im Moment nicht wirklich Sinn. Sicherlich deutlich besser, wenn Sie sich nicht anhusten lassen und wenn Sie auf die anderen hygienischen Maßnahmen, wie zum Beispiel das Händewaschen, sich konzentrieren. Auch zu Hause in der Familie. Ja, Sie wissen nicht, ob Ihr Kind sich im Kindergarten oder in der Schule infiziert hat, ob Ihre Frau oder Ihr Ehepartner sich auf der Arbeit infiziert hat. Auch zu Hause macht es natürlich Sinn, dass Sie so ein bisschen drauf achten und zum Beispiel nicht aus einer gemeinsamen Flasche trinken. Da kann man sich ein Edding kaufen und kann die Wasserflaschen markieren. Sie sollten nicht aus gemeinsamen Gläsern trinken, Sie sollten nicht gemeinsames Besteck benutzen, das, was man eigentlich immer macht, aber das macht im Moment halt wirklich auch Sinn, dass man darauf achtet. Das sind keine weltbewegenden Sachen, aber es sind Kleinigkeiten, die vielleicht nicht unbedingt das Virus ausrotten werden, aber doch die Übertragungszeiten insgesamt verlängern, sodass man gegebenenfalls ein bisschen länger Zeit hat, bis ein Impfstoff auf den Markt ist Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Und den Satz kann ich mal bei dir abbeißen, den sollte man sich in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht auch sparen. Was kann man sonst noch machen, um gesund zu bleiben? Ja, also natürlich leben Sie gesund, machen Sie Sport, essen Sie vernünftig, schlafen Sie gut, das wissen Sie auch alles. Was man tun kann, um das Immunsystem zu stärken, wäre Vitamin D. Ja, also Deutschland ist ein Vitamin D-Mangelgebiet. 80% aller deutschen Männer und Frauen haben einen Vitamin D-Mangel. Wenn das einfach nur ein Laborwert ist, ist das nicht dramatisch und dann muss man das auch nicht behandeln. Wenn Sie aber einen Vitamin D-Mangel haben und eine Symptomatik, also eine gehäufte Infektneigung, dann kann das sein, dass Sie wirklich im Rahmen dieses Vitamin-D-Mangels ein nicht gut funktionierendes Immunsystem haben. Und dann kann es Sinn machen, den Vitamin-D-Spiegel anzupassen oder zu erhöhen. Das kann man entweder über die Nahrung machen, also fetter Seefisch, jeden Tag ein Makrelenbrötchen, ist schwierig, aber damit kann man den Vitamin-D-Spiegel anheben. Oder Präparate aus der Apotheke, die sind frei verkäuflich. Hochdosiert kann man das auch verschreibungspflichtig bekommen. Also mit Vitamin D, mit einer Vitamin D-Anpassung können Sie Ihren Immunstatus verbessern. Weitere Möglichkeit, was auch eminent wichtig ist für den Immunhaushalt, ist Selen. Also ein Spurenelement. Deutschland ist auch ein Selenmangelgebiet aufgrund seiner Bodenstruktur. Also das, was alles hier in Deutschland wächst an Getreide, Obst und so weiter, hat grundsätzlich weniger Selen als in anderen Bereichen der Erde. Dementsprechend ist Deutschland ein Selenmangelgebiet. Und Selen und Infektionen oder Selen und schwere Infektionen auf der Intensivstation gibt es schon seit Jahrzehnten. Ganz knackige Studien, dass Sie gerade bei Sepsis-Patienten, also wenn es angenommen, es kommt zu einer Corona-Infektion und Sie haben eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung, und Sie kriegen dabei eine Sepsis, das ist dann die Situation, wo man dann wirklich versterben kann. Sepsis und Selen, da gibt es ganz viele Studien, dass gezeigt werden konnte, dass Sie mit einem vernünftigen Selenhaushalt
die Sterblichkeitsrate, ein ganz knackiger Endpunkt in diesen Studien, die Sterblichkeitsrate mit einem vernünftigen Selenhaushalt signifikant reduzieren können. Selen gibt es dann wirklich nur als naja, Nahrungsergänzungsmittel, so 200 Mikrogramm, das ist schon eine ordentliche Dosis, aber damit macht man nicht viel falsch, kriegen sie frei verkäuflich. Das wäre auch eine Möglichkeit, um ihren Immunhaushalt zu verbessern. Darüber hinaus, wenn Vitamin D und Selen und vielleicht auch Zink, was auch das Immunsystem noch ein bisschen stärken kann, wenn das alles im grünen Bereich ist, was können Sie sonst machen, um Ihren Immunhaushalt zu optimieren? Das Mikrobiom ist jetzt seit ein paar Jahren, kommt das so mehr und mehr in den Fokus. Das Mikrobiom ist der Anteil aller wichtigen und der Gesundheit unterstützenden Bakterien und Mikroben in ihrem Körper. Das heißt primär natürlich im Darm, aber sie haben auch gute Keime in der Lunge, sie haben auch gute und wichtige und gesunde Keime im Blasen- und Nierentrakt. Und dieses Mikrobiom, wenn Sie das vernünftig aufbauen, das hilft Ihrem Immunstatus ungemein. Und das können Sie auch gut über die Nahrung hinkriegen, zum Beispiel über fermentiertes Essen. Das ist relativ simpel, zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi, Kombucha-Tee, Miso-Suppen, alles was fermentiert ist, können Sie das Mikrobiom primär im Darm und damit auch das Mikrobiom in Lunge und Urogenitaltrakt deutlich verbessern, was Ihr Immunsystem stärkt. Keine Panik, waschen Sie sich gut die Hände, lassen Sie sich nicht anhusten und bleiben Sie gesund. Alles Gute aus Köln, bis dann. Tschüss.